Mein Name ist Robin Hartmann. Ich bin hier mit Stefan Eller, unserem Geschäftsführer. Schön, dass du da bist. Danke, Robin. Freut mich auch. Und wir legen heute den Fokus auf das Thema Integration im Service. Service ist ja sowohl, sage ich jetzt mal, ein mobiler Außendienst, aber auch jemand, der in-house arbeitet. Und worauf kommt es denn hierbei zum Thema Integration an? Danke, Robin. Du hast schon die verschiedenen Benutzerrollen angesprochen. Es gibt Menschen, die im Service Störmeldungen entgegennehmen, Dispatcher, die Servicetechniker eine Einsatzplanung machen für die Servicetechniker, Menschen, die entweder in-house oder im Feld beim Kunde die Produkte oder die Maschinen reparieren. All diese Menschen brauchen Zugriff auf möglichst breites Spektrum an Informationen. Im Service haben wir sehr viele Stammdaten wie Equipments, technische Plätze, Artikel, Ersatzteile, Stücklisten oder dergleichen, Prüfpläne aus dem QM. All das sind Daten, die typischerweise in einem ERP-System liegen. Und auf die muss der Service zugreifen können. Denn dort ist auch die ganze Historie, die Einbauhistorie, Umbauhistorie, die Verkaufshistorie. Das sind wichtige elementare Informationen, die ein Servicetechniker oder auch ein Indienstmitarbeiter im Zugriff haben muss. Es sind aber auch andere spannende Disziplinen im Service denkbar. Der Servicemitarbeiter wird immer mehr auch zum Verkäufer. Warum soll der Servicemitarbeiter nicht Zugriff haben auf klassische CRM-Funktionen wie Opportunity Management, wie Aktivitätenmanagement? Er kann einen Task, eine Aufgabe, einen Innendienstkollege im Verkauf übergeben. Oder er merkt selber, der Kunde hat Interesse an einem bestimmten Produkt, erfasst eine Opportunity eigenständig und tritt so ein Workflow los. Das geht hin bis dann später bis zu QM-Integrationen, wenn Prüfpläne, Checklisten bearbeitet werden müssen. Es geht um das Thema Fakturierung, es geht um das Thema Angebotswesen, was auch im Service immer wichtiger wird, dass ich Services offern kann. Also überall haben wir wieder das Thema ERP-Integration im Spiel. Und dann frage ich mich, warum soll ich meine Service-Suite komplett außerhalb von ERP betreiben? Meine Empfehlung, machen wir das doch direkt im ERP. Eine coole Frontend-Lösung davor. Für die unterschiedlichen Benutzerrollen das richtige Werkzeug, aber mit den einheitlichen Daten zu arbeiten. Das wäre mein Credo. Spannend. Und vor allem, du hast ja auch beschrieben, diese Verschmelzung über die verschiedenen Bereiche hinweg, das führt einfach dazu, dass man einfach eine zentrale Datenhaltung braucht, um jedem die Informationen bereitzustellen. Danke dafür, Stefan. Vielen Dank, Robin. Merci.